Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Brechung. Also die Brechung des Lichts. Und wir erinnern uns vielleicht an das Thema Reflexion. Da hatten wir hier eine ganz glatte Oberfläche und das Licht fiel ein mit einem gewissen Winkel, wie jeder Lichtstrahl auf diese Oberfläche und wurde dann im selben Winkel wieder reflektiert. Der Winkel wurde gemessen hier zur Senkrechten. Das war hier der Einfallswinkel. Theta E und das hier war der Reflexionswinkel Theta R. Und die beiden Winkel waren gleich bei der Spiegelung. Jetzt wollen wir uns mal einen anders gestrickten Fall anschauen. Wir haben auch wieder so eine Fläche und diesmal sollte das aber eine Grenzfläche sein, eine Grenzfläche zwischen zwei Medien. Und da soll der Lichtstrahl wieder einfallen. So ein Lichtstrahl haben wir genau wie im anderen Bild, fällt der Lichtstrahl hier ein auf diese Fläche. Wir haben also oben ein Medium, das könnte zum Beispiel das Vakuum sein. Nehmen wir mal das Vakuum, da ist das Licht am allerschnellsten. Darunter, das könnte zum Beispiel Wasser sein. Obwohl Wasser ist eigentlich schmal. Wasser kann überhaupt nicht ans Vakuum angrenzen. Es würde ja sofort verdampfen und sich da sozusagen im ganzen freien Raum verteilen. Nee, also Quatsch, gehen wir nochmal zurück. Nehmen wir nicht Wasser, nehmen wir irgendeinen festen Stoff. Nehmen wir Glas hier, Glas, das ist ja realistisch. Wir fahren da mit einem Raumschiff und da fällt ein Lichtstrahl von außen an das Fenster. Und es ist die Frage, wie geht der Lichtstrahl weiter hier in dem Glas? Und tatsächlich wird es so sein, ja, machen wir erstmal die Senkrechte hier. Also wenn das wieder die Senkrechte ist, die machen wir diesmal hier ganz durch. So. Dann wird der Lichtstrahl etwas näher an die Senkrechte rangehen. Er wird also nicht so weitergehen, wie er das täte, wenn er nicht auf diese Grenze gestoßen wäre, sondern er wird hier so ein bisschen näher an die Senkrechte rangehen. Und das hier, das wäre wieder unser Einfallswinkel. Also sagen wir diesmal, nehmen wir das einfach diesmal Theta 1. Und das hier ist der Brechungswinkel. Das ist unser Theta 2. Und das heißt, das ist dann der Brechungswinkel. Brechungswinkel. Bevor wir das Brechungsgesetz aufschreiben, schauen wir uns mal etwas an, was uns hilft zu verstehen, wie sich das Licht da verhält. Und dazu schauen wir mal auf ein Auto. Also stellen wir uns vor, das wäre ein Auto und zwar von oben gesehen. Das heißt, hier oben wäre diese Fahrerkabine und hier wären die vier Räder. Und das Auto soll hier eine Straße gerade entlang fahren. Und dann käme es an eine Stelle, was weiß ich, vielleicht war da ein Fluss über das Ufer getreten und der hat dann eine Menge Schlamm auf dieser Straße abgeladen. Und hier, das wäre also alles Schlamm. Hier ist der Schlamm. Gehen wir ein bisschen hoch. Also da ist der Schlamm. Und was passiert denn jetzt, wenn dieses Auto genau an diese Stelle hinkommt? Und zwar schauen wir uns mal an, was passiert, wenn jetzt das Vorderrad hier, dieses Vorderrad, als erstes diesen Schlamm berührt. Dann sieht das nämlich so aus. Dann ist das Auto gerade hier. So. Und dieses eine Rad, das steckt schon in dem Schlamm drin. Und die anderen Räder, die sind alle noch auf der Straße hier. So sähe das dann aus. Ja? Im Schlamm kann sich das Rad natürlich, da hat das Rad natürlich sehr viel mehr Widerstand als auf der Asphaltstraße. Das heißt, dieses Rad wird eigentlich abgebremst. Es wird deutlich langsamer. Nehmen wir mal an, dass der Fahrer nichts macht. Er steigt nicht auf die Bremse, der gibt nicht mehr Gas als vorher, der lenkt nicht, sondern er fährt einfach hier, er versucht hier ganz gerade durchzufahren, aber ganz automatisch, weil sich dieses Rad hier abbremst, würde sich sein Auto ein bisschen nach dieser Seite hindrehen. Also vom Fahrer aus gesehen würde sich das Auto ein bisschen nach rechts drehen und das Auto würde, nachdem dann alle Räder im Schlamm gelandet sind, würde das eher in diese Richtung weiterfahren. Und zwar natürlich langsamer als vorher und die Richtung wäre leicht geändert. Also diese Richtungsänderung kommt dann dadurch zustande, dass hier eben das eine Rad, das rechte Vorderrad, als erstes in den Schlamm fährt. Dadurch bewirkt sich diese Richtungsänderung und dann fährt das Auto sozusagen in der neuen Richtung weiter. Das ist natürlich nur ein Bild. Es hilft uns vielleicht zu verstehen, in welche Richtung das Licht gebrochen wird. Es erklärt nicht, warum das Licht gebrochen wird, denn das Licht kommt schließlich daher ohne Vorderräder. Man kann ja auch nicht von einer linken Seite oder einer rechten Seite des Lichtstrahls reden. Also zur Erklärung trägt das nichts bei, aber
Es beschreibt das Verhalten des Lichtes recht gut. Und mit diesem Bild im Hinterkopf können wir auch gut verstehen, was passiert, wenn jetzt das Licht vom dichteren Medium, also von hier unten, ins Vakuum gehen würde. Also nehmen wir an, dass das Licht käme jetzt hier so von unten an diese Grenzfläche hin. In welche Richtung würde das abgebogen werden? Also wenn wir wieder unsere Senkrechte wäre hier. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, das wäre wieder dieses kleine Auto hier, dann wäre ja sozusagen dieses Rad, das wäre als erstes in dieser Schlammfläche, nein, diesmal nicht in der Schlammfläche, sondern das wäre dann als erstes auf der Straße wieder. Das heißt, dieses Rad wäre das erste, was sich schnell bewegen kann, während alle anderen noch im Schlamm drin stecken und nur sich langsam bewegen können. Dadurch, dass es schnell bewegen kann, würde das Auto also so eine Kurve nach der Seite hin machen. Und dementsprechend würden wir auch erwarten, dass hier der Winkel, der hier so groß war, wäre hier größer. Right? Der Winkel würde hier größer werden und der Lichtstrahl ginge hier in diese Richtung, in das Vakuum hinein. Also ihr seht schon, das Bild hilft uns, um die Richtung hier vorauszusagen. Das Bild hilft uns nicht, wenn es darum geht zu verstehen, warum das jetzt tatsächlich passiert. Ja, und bevor wir jetzt das Gesetz aufschreiben, malen wir nochmal genau auf, was wir dazu brauchen. Wir brauchen hier diese Grenzfläche. Und diesmal sagen wir allgemein, das ist die Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Medien. Also das ist Medium 1 und Medium 2 und da mögen unterschiedliche Materialien sein. Das kann jetzt wieder Vakuum und Glas sein, das kann aber auch Ölschicht und Wasser sein. Was auch immer. Wir wollen das Gesetz hier ganz für den allgemeinen Fall formulieren. Also hier käme das Licht wieder rein. So, und das könnten wir auch als Geschwindigkeitsvektor verstehen hier. Dann wäre sozusagen, dass die Geschwindigkeit hier unten im dichteren Material wäre entsprechend kleiner und würde sich dann hier, wie wir gesehen haben, hin zu dieser senkrechten, dieser Brechungswinkel, der wäre dann ein bisschen kleiner als der Einfallswinkel und der Winkel würde wieder gemessen hier zur senkrechten hin. Und der Einfallswinkel wäre das hier, das wäre mein Theta 1 und der Brechungswinkel wäre das hier und das wäre unser Theta 2. Die Geschwindigkeit hier, also die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Medium, das wäre hier oben mein V1 und hier unten die Geschwindigkeit ist mein V2. Ihr seht schon, da kommt diese materialabhängige Komponente hin. Eine typische, oft gefundene Formulierung des Brechungsgesetzes heißt dann, dass V2, also die Geschwindigkeit im Medium 2, geteilt durch den Sinus von Theta 2, das ist dann gleich der Geschwindigkeit im anderen Medium und dem Sinus von Theta 1. Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aussehen, aber keine Sorge, wir rechnen da auch ein paar Beispiele mit, damit ihr seht, wie ihr diese Gleichung hier anwenden könnt. Aber zunächst mal wollen wir das ein bisschen umformen. Es gibt nämlich noch eine andere Schreibweise, die ihr auch oft findet. Und diese andere Schreibweise benutzt den Brechungsindex. Das ist der Brechungsindex. Und der wird abgekürzt mit dem Buchstaben N. Und der ist natürlich eine Materialgröße. Das heißt, hier oben wäre ein Brechungsindex N1 und hier unten wäre es ein Brechungsindex N2. Und der Brechungsindex, das ist definiert als das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und der Lichtgeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium. Und C, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, das kennen wir ja, das war das C, das waren die 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ungefähr, also ist nicht ganz genau so, aber es ist sehr, sehr nah dran an den 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und da unten im Medium ist die Geschwindigkeit typischerweise ein bisschen niedriger. Das heißt, der Brechungsindex ist etwas, was auf jeden Fall größer als 1 ist. Und je geringer die Geschwindigkeit unten in dem Medium ist, desto größer ist der Brechungsindex. Versuchen wir mal, diese Gleichung jetzt umzuformulieren mit Hilfe des Brechungsindexes. Also wir haben ja hier gesagt V2. Und dieses V2 zu Sinus Theta 2 ist gleich V1 zu Sinus Theta 1. Und dieses V2 und V1 versuchen wir mal hier zu ersetzen mit dem Brechungsindex. Wenn wir das nach V auflösen hier, dann würden wir also beide Seiten mit V multiplizieren. Da stände hier V mal N ist gleich C. Also V mal N gleich C. Und wenn wir das wieder durch N teilen, würde dann da stehen V ist gleich
C durch N. Und das ist das, was wir hier mal einsetzen, wobei V2 natürlich ersetzt wird durch C durch N2 und V1 wird ersetzt durch C durch N1. Also hätten wir dann C durch N2 durch Sinus Theta 2 ist gleich C durch N1 durch Sinus Theta 1. Tun wir das mal ganz gemütlich Stück für Stück umformen. Also wir drehen das einfach mal um hier. Also Sinus Theta 2 durch C durch N2 ist gleich Sinus Theta 1 durch C durch N1. Also einfach auf den Kopf gestellt haben wir das Ganze. Und jetzt können wir mal die linke Seite mit 1 multiplizieren und 1 in der Form von n2 geteilt durch n2. Und die rechte Seite machen wir dasselbe, aber wir multiplizieren mit n1 durch n1. Wir hätten dann da stehen n2 mal Sinus Theta 2 geteilt durch, ja, da unten müsste ich auch mit n2 multiplizieren, aber n2 durch n2, das kürzt sich weg und es bleibt c übrig. Also das geteilt durch c ist gleich n1 mal Sinus Theta 1 geteilt durch c. Und wir sehen, das c brauchen wir auch nicht mehr. Und dann kommen wir gleich zu der anderen Form des Brechungsgesetzes. Das heißt, n2 mal Sinus Theta 2 ist gleich n1 mal Sinus Theta 1. Also das wäre sozusagen die andere Form des Brechungsgesetzes. Und die entspricht genau diesem Gesetz, nur dass hier oben die Geschwindigkeiten verwendet werden und wir haben hier den Brechungsindex verwendet. Und einmal ein paar Beispiele zu dem Brechungsindex habe ich hier mal aufgeschrieben. Das ist sozusagen eine kleine Vorschau hier auf das nächste Video. Da sehen wir gleich, dass wir uns da auch mit einem Beispiel der Lichtbrechung beschäftigen wollen, nämlich dieser Strohhalm. Und hier, das wollte ich eigentlich sagen, hier da haben wir diese verschiedenen Brechungsindizes aufgeschrieben. Im Vakuum ist der Brechungsindex natürlich 1, denn n war ja definiert als die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts im Medium. Und wenn das Vakuum das Medium ist, dann ist es natürlich auch c. Das heißt, dann für das Vakuum ist n natürlich gleich 1. Wir sehen, für Luft ist der Brechungsindex ganz, ganz nah bei dem Wert des Vakuums, aber dann im Wasser wird das Licht dann deutlich langsamer. Und ganz langsam wird es dann im Diamanten, ja. Also im Diamanten bewegt sich das Licht mit weniger als der Hälfte seiner Geschwindigkeit im Vakuum. Ja, und wie gesagt, im nächsten Video gehen wir auch auf ein paar Beispiele genauer ein. Und da werden wir auch ein paar Beispiele zum Brechungsgesetz rechnen.